Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Oh, und das ist mein erster Bildungsvorzug. Hier zurück zu Crusader Kings 3. Wir sind das Heilige Römische Reich. Sehr gewaltig, sehr heilig, um es mal so zu sagen. Und warte mal, ich bin mal überlegen. Ich müsste doch eigentlich den Titel Königreich von Aquitanien irgendwann mal übernehmen können. Tatsache, das würde gehen. Man kann keine Titel von jemandem übernehmen, der euren Glauben für feindselig hält. Also gut, ich müsste irgendwann mal ihn per Glaubenskrieg angreifen. Dann hätte ich auch noch den Königstitel Aquitanien. Der ist ja ein Waldenser, der alte Lump, ne? So, jetzt erhöhe ich mal die Geschwindigkeit und sorge dafür, dass hier auch jemand drin ist, der belagern kann. Wir arbeiten uns jetzt hier so durch, weil ich glaube, dass die uns hier nicht wirklich aufhalten können. Das war der erste Streich. Trost eines Freundes nehmen wir auch immer gerne. Nee, du machst bitte weiter. Danach müssen wir tatsächlich endlich mal Byzanz angreifen. Und was passiert jetzt hier? Es sind wieder Bauern, die hier rumkrakehlen. Hier gibt es eine Unabhängigkeitsfraktion, wo ich ein bisschen aufpassen muss, dass die nicht zu stark wird. Ich habe auch keinen Hofarzt mehr, stelle ich gerade eben fest. Da oben haben wir eine, die kostet 15, 14 habe ich gesehen, 15 und die ist sogar kräuterkundig. Ich nehme sie, auch wenn die Frau das auch gut könnte, aber ich will die Frau damit nicht belasten. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es nicht immer so gut ist, die Ehepartner sowas machen zu lassen. Weil ich das Gefühl habe, weißer Friede, du machst mir Spaß, Junge. Ich halbiere meine Truppen mal gerade eben, dass sie kurz mal ein oder zwei Ticks wieder Material aufnehmen. Genau, und jetzt können sie sich hier wieder zusammenziehen. Ja, ja, du bekommst deinen Steuererlass. Ich habe nicht vor, mich mit dir zu messen, wenn es nicht sein muss. Und jetzt können wir das da noch weiter belagern. Eine mystische Kommunion wird abgehalten. Nächster Bildungsvorzug ist da. Ich nehme unbeschwert, damit ich nicht mehr so viel Stress aufbaue. Liebesdinge. Ein Gast. Nee, will ich nicht. Prozent. Jetzt kann ich die da unten schlagen gehen. Und da hatten sie keinerlei Chance, weil mein Kriegsvolk so superior ist. So. Zack, zack, zack. Auflösen. Das bekommt übrigens der Bub hier auch. Titel vergeben. Titel vergeben. Oh Gott, das ist ja noch mehr. Ich wusste nicht, dass er so viel ist. Naja, es überfordert ihn jetzt ein bisschen, aber ich denke, er wird schon jemanden finden, der das machen kann. Den Titel kann ich übernehmen und ihm geben. So viel dazu. Ich kann wieder jemanden hier von Dalmatien, kann ich jemanden vasalisieren. Ja, auf einmal haben wir Dalmatien, Freunde, und damit schon mal hier einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Sizilien bleibt ein Problem. Jetzt müssen wir halt ihm den Krieg erklären, ne? Das ist die nächste große Aufgabe. Und da brauchen wir unsere mächtigen Verbündeten. So, den hier subsumiere ich nochmal irgendwo drunter. Ich bitte den Papst nochmal um ordentlich Geld, damit dieser Krieg auch auf jeden Fall kein Problem wird. Dann rufe ich als Verbündeten den Sohn von Alfred, den König von Bayern.
Den Dogen von Venedig, der lebt ja immer noch. Korsika? Nein, der ist zu schwach. Balaton ist stark, rufe ich auch. Das ist jetzt halt der eine große Krieg, Leute. Den müssen wir packen. Den müssen wir packen. Dann sieht es für uns eigentlich extrem gut aus. Und ich muss mit meinen Truppen eigentlich direkt hier landen. Deswegen will ich meine Truppen hier in Italien ausheben. Was hat der eigentlich immer noch gegen uns? Keine Ahnung. Ach, du bist orthodox. Ja, dann muss ich dich irgendwie anders nochmal holen. So, und hier müssen wir jetzt definitiv die Geschwindigkeit runterdrehen. Ich hoffe, dass er demnächst hier auch noch den Anspruch auf das gesamte Herzogtum hier bekommt. So, und jetzt stechen wir hier alle in den See. Wupp, 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 wupp. Einer fehlt noch. Wupp. Mit 13.000 Mann segeln wir dahin und versuchen uns das Herz Byzanzes zu erobern, nämlich ja, Konstantinopel selbst. Da sind schon mal 10.000 Mann. Ich will einen Teil von euch da. Einen Teil von euch da. Und den anderen Teil von euch da. Ja, warte mal, du kannst das eigentlich sogar da machen. Du kannst da an Land gehen. Ich will, dass die Truppen beieinander stehen, falls irgendwas Dummes passiert. Wir werden jetzt hier uns Stück für Stück rein belagern. Warte mal, wo sind die Belagerungsspezialisten? Da ist einer der Belagerungsspezialisten. Du bist einer der Belagerungsspezialisten. Das heißt, ich tausche euch aus. Religiöses Verständnis ist gut, es erhöht die Volksmeinung. Nee, ich muss warten. Ich kann das hier nicht machen. Da kommen die Verbündeten. Sehr gut. Das erste ist hier schon gleich belagert. Das heißt, ich kann mich danach direkt um Konstantinopel selbst kümmern. Na komm, dann marschieren wir auf Konstantinopel jetzt hier. Verbluten! Ja, 100% Chance, den Typen zu retten. Dank unserer tollen Ausbildung. Beziehungsweise unserer Bildung. Ah, nee, warte mal, du sollst da bleiben. Da oben, das muss ich auch noch besetzen, wie ich gerade realisiere. Bulgarien hat sich ja schon ganz schön reingefräst. Das muss man denen lassen. Das wird ewig dauern. 2 Jahre. Immerhin habe ich immer eine wertvolle Geisel jetzt hier genommen. Das beschleunigt diesen Prozess ein bisschen. Oh, und ich kann laufen lernen. Ja, wenn ich Glück habe, 50%. Ich bin athletisch geworden. Im Alter wurden wir athletisch. Komm, ich trainiere gleich schon mal ein bisschen Stress ab. Es ist nie zu spät, mit Sport anzufangen, sagt man immer so schön, ne? Du stellst dich da hin, dann belagert der das hier zu Ende. Ich kann ja diverseste Geld hier noch machen. Was auch gar nicht so schlecht ist, denn ihr seht, ne, meine Armee ist scheiße teuer, ey, ich sag's euch. Die ist extrem teuer. Den Konstantinus brauche ich nicht.
Oh, wir haben wieder ein Kind unserer Dynastie. Okay. Ich denke, ich belagere jetzt halt einfach noch weitere Gebiete, weil warum nicht? Das mache ich jetzt da drüben auch. Nächster Bildungsvorzug. Hände waschen. Ich folge da einfach quasi so einer eigens erstellten Logik, sage ich jetzt mal, von dem ich glaube, was in welcher Reihenfolge, in welcher Situation am besten ist. Es kann auch sein, dass man das andere erst nimmt mit geistiger Robustheit. Huch, das ist ja gar nicht feindlich hier. Na dann kommt mal wieder hierher. Dann kannst du nämlich das hier übernehmen, Freund. Und du gehst nochmal dahin. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange. Oh, meine Frau ist tot. Schlecht. Ich habe schon die zweite Frau überlebt, ey. Ich nehme es die da. Kann ich die auch zu meiner Geliebten machen? Wenn ich Glück habe, ja. So, hier habe ich die Truppen. Oh, das habe ich schon besetzt. Das war schon 95%. Dann besetze ich das da auch noch. Wie sieht es mit dir aus? Ah, halb durch erst. Ja, Konstantinopel wird wichtig. Habe ich eine Bürgermeisterin? Warum habe ich die Bürgermeisterin? Ach so, die hat gerade eben rumgewildert in fremden Betten. Ich sehe, ich erinnere mich. Ja, da war was. So, das Gute ist, dass halt Byzanz halt wirklich sehr schwach ist momentan. Und wir werden diesen Kaiser nach diesem Move umbringen müssen, damit wir so schnell wie möglich sie wieder angreifen können. Das ist aber 79%. Hier weiß das Spiel nicht, ob es daraus 3 oder 4 Monate machen soll. Ja, komm, besonderes Geschenk machen wir der Frau. Ihr tötet einen Wolf im Alter von 63. Ja, warum nicht? Sind wir schon 82%? Komm schon. 98%. Leider. Nicht komplett ausreichend. Was haben wir da jetzt schon wieder? Oh, jetzt ist es passiert. Na dann. Alle auflösen. Konstantinopel gehört uns, Freunde. Und wir werden Konstantinopel auf jeden Fall auch behalten. Was gebe ich denn jetzt weg von meinen Liegenschaften? Wahrscheinlich dich hier. Dynastie Cäsar. Ein weiterer Urenkel von mir. Nee, der kann es nicht kriegen. Und der da? Der kann es auch nicht kriegen. Sohn hat nur noch einen Titel. Titel vergeben, da. Der kann es nicht kriegen! Was ist denn da los? Warum können meine Kinder das nicht mehr kriegen? Titel vergeben. Ach so, ich hatte den falschen Haken drin. Ja, dann bekommt's der Sohn. So, damit gehört Byzanz nun uns. Und damit ein weiteres Schrittchen hier ist getan mit Thrakien, wie ihr hier sehen könnt. Und damit haben wir jetzt aber auch die Möglichkeit, glaube ich, auch hier drüben eher noch zuzulangen. Also ich habe jetzt erstmal alle Truppen aufgelöst. Ich warte jetzt diesen einen Monat hier. Ich glaube, ich sollte hier auch genau die Herrenhäuser machen. Da kann der Basileus jemanden auslösen. Den kann man auslösen. Eine Baronin kann ausgelöst werden.
Ein Druckmittel gegen den läuft aus, aber dagegen kann ich, da kann ich doch gar nichts machen. Ich habe, glaube ich, Stress, oder? Ja, dann mache ich Druckmittel aufgeben. Das baut Stress bei mir ab. Und wir holen uns die gelehrsame Jugend. Kindermeinung. Mitglieder der Familie erhalten bessere oder Kinder bekommen bessere Werte, bessere Ausbildungswerte. Gott, wie viele Leute ich hier einkerkern kann. Aber ich nehme nur die, die 100% bringen. Die wollen die immer noch auf den italienischen Thron bringen, aber das ist mir zum Glück egal. Kann mir zum Glück egal sein. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich theoretisch bei euch jetzt hier schon angreifen? Kann ich. Ich brauche auch gar nicht viel. Ich brauche nur ein Herzogtum. Genau, Alexandria. Hier das Ptolemiten-Emirat. Das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Hol ich mir. So, dann wird hier die Armee ausgehoben. Dichterische Freiheit. Was finde ich denn gut an ihr? Also sie ist großzügig, bescheiden und schüchtern. Ihr nachsichtiges Wesen. Sie reagiert nicht. Ja, sie ist schüchtern. Was habe ich erwartet? Dass sie Jubelschreie von sich gibt? So. Und so. Meine, die Frau ist schüchtern. Dauert eine Weile, bis diese 14.000 Mann ausgehoben sind. Aber gleich haben wir sie alle. Nee, das hat ihm leider nicht ausgereicht hier. Du gehst da rein. Der Rest von euch. Nein! Mein Gott, hört doch endlich mal auf, immer hier diesen blöden We Seeweg gehen zu wollen und mich finanziell ruinieren zu wollen. Just saying. So, marschiert. Und wir haben wieder einen Sohn. Kann ich ihn noch an irgendjemanden verticken? Balaton. Clermont. Den hebe ich mir noch mal auf, den Bub. Also im Grunde geht es eigentlich nur um Alexandria, ne? Aber das ist auch wiederum unser Sprungbrett hier rüber nach Jerusalem, was wir auch brauchen. Muss ich gucken. Ja, wir haben immer noch eine Überlegenheit, eine zahlenmäßige. Da wastet der Typ sich. Das klappt hier. So, und wir marschieren jetzt hier weiter drauf. Also schön aufgeteilt. Diese verschiedenen Gebiete jetzt hier geschnappt. Heißt ja nicht, dass ich quasi nur diese Sachen hier belagern werde. Du gehst noch dahin und du gehst noch dahin und du gehst noch dahin fürs Erste. Da habe ich sogar schon den Belagerungsspezi drin und da auch, ey, das war Luck, also pures Glück. Einer meiner Rivalen ist tot. Und nun versuche ich meinen Liebling zu verführen und sie ist meine Seelengefährtin. Wir haben inzwischen Übung darin, Seelengefährten zu erschaffen. Jetzt muss ich genau beobachten, ob irgendwo ein Feind auftaucht. Bekomme noch mal einen Zehner raus für das Mädel. Die Frau ist schon wieder schwanger. Aber das macht nichts, wie gesagt, ne? Ich möchte mein Reich mit meinen. Ja, du kriegst dein Steuerlass.
mein Reich mit meinen Kindern und Enkeln und Urenkeln hier besetzen. Oh, da kommen 6000 Mann, da muss ich jetzt aufpassen. Wohin gehen die? Du gehst schon mal darüber. Du gehst schon mal dahin. Du gehst schon mal dahin. Mein Sohn ist schon wieder ohne Ehefrau. Wie uncool. So, der bekommt jetzt auch eine Dame mit Summe aller Werte. Die da. Das ist ungünstig für diese Armee da unten. Ich setze da den schlechtest erdenklichen Befehlshaber rein, den ich habe. Weil der verliert eh, ne? Aber ich muss das jetzt hier erstmal besetzen. Ich kann es nicht mehr verhindern, dass diese Truppe da unten jetzt hier vernichtet wird. Aber wir besetzen jetzt erstmal das restliche Gebiet hier. So, das haben wir geschafft. Und dann schlagen wir sie mit dem Rest. Ist ja zum Glück nur ein Ritter, der da noch mit irgendwie in die Bredouille gerät. %24. Ja, wie gesagt, die gehen hops hier, ne? Wahrscheinlich gibt es auch einen Stack Wipe für die. Ja, yep, das war ein Stack Wipe. Aber das hat uns Zeit erkauft, die wir hier sehen können. Und die bleiben jetzt hier stehen. Ach, die holen es zurück. Ich hatte das geholt. Witzig. Boah, kriegst du das mal hin, Mann? Jetzt schließe ich hier meine Truppen mal da vorne alle zusammen. Nur die hier werden hier noch ein bisschen weiter belagern. Die sind gerade eben einfach in einer so schönen Stelle, dass ich es eigentlich nicht verschmerzen könnte, sie nicht anzugreifen. Und wieder eine Tochter. Jetzt versuche ich dafür zu sorgen, dass die hier vielleicht nochmal einen kleinen Speed-Bonus bekommen. So, das ist der beste General sogar, den ich habe, mit einer 32. Eigentlich dürften sie nicht wechseln. Oh, ich stelle sie direkt hier. Sie haben keine Chance zu entkommen. Das Spiel geht von einem Sieg aus. Na komm schon, rein mit euch. Ja, die haben aber auch ganz schön Kriegsfolge. Vor allem haben die viele Faris. Also viele Ritter. Der Tag des Turniers. Alle Ritter gewinnen Meinung. Das ist gut. Mystische Kommunion ist auch gut. Oh, das ist geil. Jetzt haben wir nur Boni. Schreckenszuwachs und Komplottwiderstand gegen feindliche Komplotte. Oder hingebungsvoller Beschützer. Meinung für jede Höflinge, Komplotte für persönliche Komplotte, jawohl. Wieder ein Bildungsvorzug, eiserne Konstitution. So, da haben wir gerade hart zugeschlagen. Ich gehe jetzt da runter und belagere das da. Gleich haben wir das auch noch. Wie lange dauert denn das noch? So, du gehst jetzt hier auch zurück. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit mal auf 4 erhöhen. Eigentlich will ich ja hier nur wieder eine Belagerung stationieren. Den Typen da rausnehmen. Mit euch darüber gehen.
Und den Belagerungsfutzi hier wieder reinnehmen. Was macht der jetzt? Der segelt hier wieder weg. Ja, die. Ich habe wieder was geerbt. Sag mal, wie oft erb ich hier was? Aus heiterem Himmel! Vergeben an, ja, mein Sohn. Viel Spaß damit. Hat er jetzt immer schon mal drei Gebiete? Oh. Nee, ich will die hier tatsächlich stellen. Du kommst jetzt auch hier rüber, weil die haben es ja gleich. So, alle hier rüber marschieren. Oh, den krieg ich sogar noch hier. Und ich habe keinen Arzt. Oh Gott, der Aussatz ist hier. Sag mal. Wer geht denn da hin? Warum ist da ein Totenkopf? Ach, wegen denen. Ich will sie jetzt hier stellen. Was habe ich denn da gerade für einen Hofarzt bekommen? Oh, eine richtig gute. Das ist mal eine interessante Kombination, die ich so noch nicht kannte. Ja, also erfolgreiche Behandlung, sehr gut. Bei Aussatz. Ah, shit. Boah, wird Zeit, dass Verstärkung kommt. Toll, die hat ein Kind bekommen. Die Aussätzige hat ein Kind bekommen, Leute. Das ist bestimmt gut für die Genlinie. Shit, ey. Okay, wir haben es geschafft. Endlich ist dieser Krieg vorbei. Es reicht halt leider noch nicht. Ich brauche halt das hier auch noch. Ne? Deswegen muss ich den jetzt hier sofort angreifen. Das hier geht an. Ja, mein Sohn. Genauso wie auch Alexandria an meinen Sohn geht. Mach was draus, Junge. Kann der Papa da nur sagen. Oh ja, endlich ganz Athen. Das ist wichtig. So, und ich brauche auch noch ganz Thessaloniki. Das heißt also, wir wissen jetzt, wo wir als nächstes hin müssen, ne? So, ich hole mir mal Geld von den Gefangenen hier. Ja, den inkubiere ich noch ein bisschen. Da geht vielleicht noch ein bisschen was. Wie viel macht er denn im Monat? Ach nee, der macht gar kein Geld mehr. Nee, dann hole ich mir das Geld sofort. So, wer rebelliert denn hier demnächst wieder? Okay, hier gibt es anscheinend welche, die demnächst Lust haben, meinen Knast im Inneren kennenzulernen. Meine eigenen Vasallen. Ja, die mögen das halt nicht, wenn man zu oft Krieg führt. Das muss man an der Stelle dazu sagen. Aber wir kommen halt nicht drum rum. Im Zweifelsfall müssen wir sie halt irgendwann mal einfach mal zu einem Aufstand provozieren und die Gelegenheit nutzen. Okay, jetzt belagern wir das Ding hier einfach. Ja, du bist sogar schon der Belagerungsspezialist. Komm, Highspeed.
Der würde es hier ständig anlaufen und verlieren. Braucht aber gerade überraschend lange für diese kleine Belagerung. Und vorbei. Ich hole mir natürlich nochmal die Kohle, erstmal von seinem Kind. Ich gucke gerade eben ohnehin noch, was da vielleicht noch rauszuholen ist. Da 14. 5. Kairo. Ich warte noch. Okay. Dann. Ich muss noch mal kurz warten. Hä? Ach, er bedenkt noch einen Vorschlag von mir. Das Freilassen. Ja, alle auflösen. Jetzt gehört uns auch Sodom. So, jetzt gucke ich mal gerade eben der Bub. Der hat jetzt schon 5 von 4. Egal, ich gebe ihm den Scheiß trotzdem. Da, viel Spaß damit. Und damit haben wir auf jeden Fall jetzt ja auch schon das nächste uns geholt. Römisches Reich, ihr seht. Tunis, Kroatien haben wir jetzt. Tolunit, Thrakien, Genua, Romagna. Sizilien fehlt halt noch. Venedig fehlt halt noch. Da muss ich auch demnächst noch. Thessaloniki sind wir gerade eben dabei. Und Athen haben wir den Anspruch uns gesichert. Ja, viel Spaß mit der Tochter. Ey, ohne Witz, ich würde mir an seiner Stelle echt am verarscht vorkommen und sagen wollen, die nehmt ihr bitte wieder zurück. Hier kann ich einen Anspruch auf Neapel noch durchsetzen. Ja, aber das geht bestimmt auch eleganter. Wobei später vielleicht ist es schon. Gucken wir mal. Wir beenden auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich kann ja noch mehr Leute zu Vasallen machen, realisiere ich gerade eben. Sein oder nicht sein. Ja, die nehme ich auch. Arnsberg. Immer mehr Vasallen ist gut, meine lieben Freunde. Ich warte nur ganz, ganz kurz hier auf die Antworten. Einmal und zweimal. Ich weiß gar nicht, wo die waren, aber ihr seht, das Reich ist groß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.